Schönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, hier spricht die Stimme der Straße. Wir waren dieses Mal wieder auf den Straßen Frankfurts unterwegs und haben den bedürftigen Menschen auf der Straße geholfen. Und dieses Mal mit einer warmen Mahlzeit und einem kostenlosen Haarschnitt. Leute, es ist unfassbar und auch kaum zu glauben. Jedoch konnten wir an einem Tag bis zu 600 warme Mahlzeiten loswerden. Und das alleine nur am Bahnhof. Könnt ihr euch anhand diesem Beispiel vorstellen, wie groß der Bedarf auf dieser Welt ist? Es sind so viele Organisationen dort tätig. Und dennoch gibt es Menschen, die am Abend ohne Mahlzeit bleiben. Was sagt uns das Ganze? Egal wie viel Hilfe angeboten wird, es gibt nie genug. Und genau deshalb sollte sich jeder, der die Möglichkeit hat, sozial engagieren. Und es ist auch ganz egal, bei welcher Organisation er dies tut. Wir, für unseren Teil, arbeiten sehr, sehr eng mit Gemeinsam stark zusammen. Und deshalb kann ich euch diese privat getragene Organisation von ganzem Herzen empfehlen. Es werden vor Ort nicht nur Speisen verteilt, sondern die Menschen auf der Straße bekommen einen kostenlosen Haarschnitt. Denn leider wurde den Menschen auf der Straße das Recht abgesprochen, Mensch zu sein. Sie dürfen nicht einmal einen Friseursalon betreten. Und genau aus diesem Grund versuchen wir, so oft es die Zeit zulässt, den Friseursalon auf die Straße zu bringen. Und an dieser Stelle möchten wir uns vielmals an unsere ganzen Kooperationspartner bedanken, die keine Berührungsängste haben und den Menschen immer wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubern. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an unseren Bruder Özcan vom Friseursalon Affenhaus. Ich konnte mit meinen eigenen Augen sehen, wie dieser Mann bis zu 40 Leuten da draußen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und das alleine nur mit einem Haarschnitt und ohne den Menschen mit Vorurteilen gegenüberzustehen. Riesengroßen Respekt an den Bruder. Vielen Dank an dich auf jeden Fall, dass du uns die Gelegenheit gibst, was Gutes zu tun. Ich hoffe, dass du in Zukunft immer ein Teil unserer Touren sein wirst und dass du mit uns da draußen gemeinsam stark bist. Ich werde euch den Friseursalon von Özcan in der Infobox verlinken. Geht auf jeden Fall vorbei, wenn ihr einen freshen Haarschnitt braucht. Des Weiteren möchten wir uns vielmals bei unserer guten Freundin und Friseurin der Straße, Yvonne, bedanken. Bevor ich die Möglichkeit hatte, diese Frau kennenzulernen, konnte ich einen kleinen Einblick in ihre soziale Arbeit bekommen. Sie schnappte sich ihre ganzen Utensilien, ging auf die Straße und zauberte vielen Menschen da draußen auf der Straße ein Lächeln ins Gesicht. Schaut mal Leute, wir haben Sibel hier. Sibel kriegt gerade einen frischen Haarschnitt. Das ist vorher. Das ist die liebe Yvonne. Sie schneidet ihr die Haare. Und genau deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass auch du mit uns gemeinsam stark bist. Danke, Yvonne, dass du da mit mir bist. Du bist eine sehr, sehr gute Frau, Leute. Du bist ein Engel auf Erden. Das ist Sibel Nachher. Und Sibel, gefällt's dir? Ja. Fühlst du dich gut? Ich hoffe, ja. Deswegen schreib bitte, ob ihr es gut findet oder nicht. Also mir gefällt's, vielen Dank. Das war die liebe Yvonne. Yvonne hat ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht. Gemeinsam sind wir stark. Ja. Ebenfalls möchten wir uns auch vielmals bei dem ganzen Friseurteam von Belher bei Alex bedanken. Grüße an meine drei Söhne, meine Tochter in Mannheim, meine Enkelkinder, die zwei Kleinen. Ich bin obdachlos, lebe auf der Straße in Frankfurt und kriege hier kostenlos die Haare geschnitten, was mich sehr freut. Ja. Checkt Belher bei Alex ab, Leute. Wir sind hier am Start, das ganze Team. Wir machen das Ganze umsonst. Gemeinsam stark, Stimme der Straße. Devin hinter der Kamera. Ich danke Ihnen. Ich danke dir. Kein Problem. Gefällt's dir? Ja. Sieht gut aus. Ja? Ja, perfekt. Auch diese Damen standen tatkräftig mit uns vor Ort und haben mit angepackt. Wir dürfen nicht vergessen,
dass dies in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Denn wie oft sehen wir, wie die Menschen draußen unterwegs sind und ihre Augen vor den wahren Dingen des Lebens verschließen. Sie sehen, wie die Menschen Hilfe brauchen, doch sie laufen einfach dran vorbei. Und genau deswegen sind solche Menschen Gold wert. Ich werde euch ebenfalls Belhair bei Alex in der Infobox verlinken. Jede Dame, die einen frischen Haarschnitt braucht, ist dort sehr gut aufgehoben. Auch die Herren natürlich. Also Leute, die lieben Damen waren am Start. Checkt sie alle ab. Und vielen Dank, dass ihr da wart und das mitgemacht habt. Bis nächstes Mal auf jeden Fall. Dankeschön. Und jetzt seid ihr da draußen gefragt, Leute. Ihr seid zufälligerweise Friseure und möchtet auch ein Teil unserer Arbeit sein und habt keine Berührungsängste? Dann meldet euch bitte bei Gemeinsam Stark. Ich werde euch die Seite einmal hier einblenden. Schreibt eine kurze Nachricht, wer ihr seid, woher ihr kommt. Und ich hoffe, dass wir durch eure Hilfe noch mehr Menschen da draußen auf der Straße ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Da sehr viele Menschen denken, dass hinter unserer Arbeit nur die ganzen Videos stecken, möchten wir euch in Zukunft gerne mit hinter die Kulissen nehmen und euch zeigen, was wir dank anderen Herzensmenschen, die tatkräftig mit vor Ort anpacken, alles bewegen können. An dieser Stelle möchte ich noch ein riesengroßes Dankeschön an Gemeinsam Stark aussprechen. Denn ohne diese privat getragene Organisation wären all diese ganzen Touren, die wir bisher bewältigt haben, niemals zustande gekommen. Und wie es der Name bereits sagt, sind wir alle gemeinsam stark. Des Weiteren bedanken wir uns bei allen Herzensmenschen, die jedes Mal mit vor Ort sind und tatkräftig mit anpacken. Ebenfalls ein riesengroßes Dankeschön an First Cut, die wir vor nicht allzu langer Zeit kennenlernen durften und sehr froh darüber sind, dass auch First Cut mit uns gemeinsam stark ist. Ich werde euch ebenfalls die Tanzschule First Cut in die Infobox packen. Schaut auf jeden Fall vorbei, meine Lieben, es lohnt sich. Und ich bedanke mich auch bei dir, der gerade dieses Video schaut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und nicht deine Augen verschließt. Wir sind die Stimme der Straße. Aber die Stimme der Straße ist nichts wert, wenn ihr da draußen ihr nicht das Gehör schenkt. Und genau deshalb, Leute, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die Videos supportet, dass ihr unseren Kanal abonniert, die Videos mit euren Freunden teilt, einen Kommentar da lässt. All das ist für euch da draußen kostenlos. Es kostet euch vielleicht 10 Sekunden, aber in diesen 10 Sekunden könnt ihr so etwas Großes bewegen, indem ihr das Ganze supportet. Wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir in Zukunft noch viele weitere Berge versetzen können. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Schauen des Videos und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, die wir gerne in unseren Touren mit einbauen können, in die Kommentare damit. Stimme der Straßen. We must bring salvation back. And I reach out my hand to you. And I have faith. Just call my name. And I'll be there. Don't you know? Call my name. And I'll be there. Jetzt kommt der Bruder. I keep holding on. Yes, I will. I love you, man. Stimme der Straße, ja? Jawohl, Bruder. Okay. Hammer, hammer, ja. Danke, jeder Teil, wer Video gibt. Danke, Mann. Gut, geil. Wow.